Tello vor, ich weiß gar nicht genau, wie viele Tage es her ist, dass sie in Istanbul gespielt haben. Das war jetzt ungefähr vor zwei, drei Wochen. Taksimplatz gespielt haben, vor zwei, drei Wochen. Und unmittelbar danach, glaube ich, am nächsten Morgen kamen bei mir reihenweise die E-Mails von Leuten, die gesagt haben, das ist von Konstanzer und das ist ja super und da müsst ihr doch was machen. Insofern war das keineswegs meine Idee, sondern es war eine vielfache Anregung an mich und ich habe dann selber mich erstmal kurz kundig machen müssen, weil ich wusste davon gar nichts. Habe das dann getan und habe gesagt, ja klar, das ist eine super Geschichte und habe Sie insofern im Namen der Stadt Konstanz heute Abend hierher eingeladen. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind und dass Sie heute für uns spielen. Gemeint ist Ihre Einladung als eine Anerkennung Ihrer Heimatstadt Konstanz für Ihr Engagement, für Ihr friedliches, sehr wirksames Engagement, für Ihr Eintreten für Zivilcourage und für Demokratie und für Gewaltfreiheit. Und ich denke, der zahlreiche Besuch heute Abend zeigt, dass das ganz viel geteilt und so gesehen wird. Und jetzt will ich nicht mehr lange reden, sondern Sie oder Ihr Klavier sprechen lassen. Bitte schön. Dankeschön. Stück hatte ich eben dort komponiert in Istanbul während der ganzen Sache. Und dieses Stück ist komponiert für die Menschen, die das Leben auch dafür geopfert haben, für Demokratie und für Frieden. Ja. Und jetzt kommt ein Stück, was ich für Konstanz komponiert habe. Das war 2012 und das Stück heißt One Night Constant.
Also in Istanbul habe ich 14 Stunden lang gespielt. Können Sie Klavier spielen? Überhaupt nicht? Leider nicht. Ihre Frau? Das ist meine Mitarbeiterin. Oh, Entschuldigung. Mit ihrem Mann. Oh, okay. Den habe ich gar nicht gesehen. Denkst du dran zu sagen, dass du CDs hast? Heute sieht da hinten niemand. Ach so, ja. Da hinten habe ich CDs. Wer Bock hat, kann sich eine holen. Kann er Klavier spielen? Nicht. Okay. Also ich spiele jetzt mal ein Stück, was in der Türkei ziemlich beliebt ist. Ciao, Bella, ciao. Okay. Dieses Stück ist ja italienisch, das ist ein italienisches Stück, aber das habe ich selbst in Istanbul gelernt, mit einem Pianisten zusammen. Und wir saßen da eben vierhändig und haben ständig irgendwelche türkische Lieder gespielt. Ich habe einfach mitgespielt und es war so lustig. Und dabei war eben dieses Stück ziemlich vertreten, was die Menge immer haben wollte. So habe ich es immer gespielt. Und ja. Ich spiele mal was Zeitloses, Imagine von John Lennon.